Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rothirschgrind. Wir sind immer noch an der letzten Location, wo wir hier waren, wo wir die beiden Wildschweine noch mit bei hatten und wo wir den Dammhirsch gerade noch geschossen haben. Hier haben wir natürlich jetzt einen etwas erhöhten Jagddruck. Soll uns aber auch hier gerade mal absolut nicht stören. Wir gehen nämlich zur nächsten Location. Und guck mal, was wir dann da noch mit bei haben. Ja, und damit auch wieder schön, dass ihr mich auch in dieser Folge wieder mit begleitet. Was haben wir damit bei? Da haben wir einen Sechser stehen. Nehmen wir natürlich gleich wieder mit raus auf 300 einmal Nullen und dann. Haben wir ihn zumindest. Ja, Wisch da vorne liegt da. Nachladen dürfen wir gleich nicht vergessen. Einmal gerade gucken, was wir hier noch rumstehen haben. Ja, da haben wir nur unsere Gruppe, wie üblich, die üblichen Verdächtigen da vorne stehen. Dann gehen wir mal mit der Schnellreise einmal aufs andere Ufer rüber und gucken uns das Ganze aus der Nähe nochmal an. So, da haben wir nochmal einen Vierer stehen. Da haben wir nochmal einen Vierer stehen. Ich glaube, da hat sich auch nichts getan. Das waren die von vorhin, die wir schon gesehen haben. Aber hier haben wir nochmal was mit bei. Da haben wir nochmal einen Sechser mit bei. Komm, zeig dich. Da haben wir einen Vierer mit bei. Da haben wir einen Fünfer mit bei. Und da haben wir nur ein Weibchen. Okay. Dann würde ich sagen, schießen wir uns den erstmal raus. Auf 300 sind wir noch genullt. Perfekt. So, einmal nochmal neu markern. Das war der falsche. Das war der falsche. Und der richtige will natürlich nicht so, wie ich das gern will. Da haben wir dann aber auch liegen und das ist das, was zählt. So, ihr dürft frei laufen. Interessiert mich gerade nicht. Nochmal gerade gucken mit der Herde, die wir hier vorne hatten, die kleine Herde. Die steht noch vollkommen unbeeindruckt da. Da haben wir einen Vierer, da haben wir einen Vierer. Nehmen wir den Vierer auch nochmal mit raus. Ist egal. Können wir dann gleich auch wunderbar einsammeln, wenn wir da sowieso dann schon rumlaufen, ne? Das war ein bisschen zu weit hinten. Ja, genau, richtig. Und in dem Moment jagt der Puls so. Genau. So wie es natürlich wirklich niemand braucht und wie es im echten Leben so wahrscheinlich auch nicht wäre, wenn man denn gerade sich auf den Schuss konzentriert. Und in dem Moment jagt von jetzt auf gleich der Puls hoch und das haben wir gar nicht unter Kontrolle. Nein, natürlich nicht. Gut, laufen wir mal gerade rüber, sammeln den da vorne ein und also ich glaube, da müsste er liegen. Sammeln den ein, sammeln den hier einmal noch ein. Und dann gehen wir zur nächsten Location. Wir haben kurz vor 9, so viel haben wir zur letzten Folge gar nicht verloren. Ich glaube, in-game, glaube ich, 3 Minuten zwischen den Folgen. In-game, wie gesagt. Ja, dann gucken wir mal.
Ah, ich sehe gerade, nächste Woche, also in 8 Tagen, es ist schon soweit. Dann startet unsere Challenge am 22. mit Ultam und mir auf dem Australien DLC. Vorankündigung dazu und die Bedingungen seht ihr natürlich morgen. Gut, wenn ihr diese Folge seht, habt das bereits gesehen. Für mich ist heute der 14. Das heißt, ihr werdet es morgen sehen. Wahrscheinlich werdet ihr diese Folge, ich glaube, am, ich weiß gar nicht, 17. oder 18. sehen. Das heißt, für euch schon erledigte Geschichte. Gucken wir mal. Ich hoffe, ihr seid dabei und begleitet das auch ein bisschen. Denn diesmal ist die Challenge ja komplett anders als wie die letzte Challenge mit dem Oldie. Und ja, da gucken wir mal. Wir sind beide mega gespannt drauf, wie es denn dann wirklich läuft. Gerade auch unter den Bedingungen, die wir da wirklich jetzt erschwert mit bei haben. Ja, mega gespannt, wirklich mega gespannt. Gerade auch so mit den Waffen. Wir wollten jetzt nicht zwingend wirklich das haben, was man sowieso schon ständig benutzt, sondern wirklich uns wollen wir ein bisschen davon abheben, vom eigentlichen Standard. Und ich glaube, das haben wir eigentlich auf dem Weg ganz gut getroffen. Wie es natürlich dann in der Umsetzung aussieht, vor allem gerade ohne Zelte, da ich ja nun einer bin, der gerade sehr viel mit Zelten spielt, ist das für mich wirklich eine enorme Einschränkung. Gerade auch gar nicht mal, wenn ich unbedingt am Grinden bin, sondern so immer zwischendurch. Ich habe eher lieber ein Zelt damit bei, statt dass ich mit irgendwas anderes rumrenne. Weil ich so doch immer noch ganz schnell die Möglichkeiten habe, gerade nochmal irgendwo zu pennen, gerade nochmal ein bisschen Zeit zu überspringen, gerade auch nochmal irgendwie Inventar zu wechseln, sonstiges Waffenset zu wechseln, nochmal einen neuen Caller zu holen oder sonstiges. Für mich elementar, glaube ich, wichtiger als für ein Uldi. Für Uldi ist dann aber die Geschichte mit den Callern natürlich viel wichtiger als für mich das mit den Callern wieder ist. Denn ich komme eigentlich sehr gut ohne Caller zurecht. Das ist halt so die eigene Bürde. Ne? Jeder, der mich schon länger mit verfolgt hier, der weiß, dass ich eigentlich wenig mit Caller unterwegs bin. Es sei denn natürlich jetzt hier beim Grind, wo es noch ein bisschen anders aussieht, aber im Normalfall gar nicht. Das ist für mich dann wieder der einfachere Part. Und ja, so nimmt sich das. Also jeder wird da sein, ja, aus seiner Wohlfühlzone rausgeholt. Und das wird es diesmal definitiv ausmachen, glaube ich. Und ich bin total gespannt drauf. Ich bin wirklich total gespannt drauf. Da müssen wir echt mal gucken. Da müssen wir echt gucken. Ja, 3 bis 8, wie gesagt, können wir mit dem Vorderlader gut abdecken. 1 bis 2 haben wir freie Wahl. Und da müssen wir nochmal gucken, ob wir die 9 dann natürlich auch nochmal freie Wahl machen oder ob wir die dann auch mit einem 8er Vorderlader anschließen. Da müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, das hatten wir jetzt gar nicht wirklich so weit mit drin. 1, 2 natürlich, die müssen wir mit abdecken, weil da wissen wir, wir haben auch die Tiere da für 1, 2. Und das können wir halt mit Vorderlader nicht abdecken. Und ja, da müssen wir mal gucken. Ich, wie gesagt, bin mega gespannt drauf. Und ja, nicht nur ich, auch Uldi, ne, an sich auch. Und ja, wird, glaube ich, eine mega interessante Geschichte. Und da haben wir natürlich dann noch festgestellt, dass wir New England gar nicht mit bei hatten. Beim letzten Mal nicht und dieses Mal nicht. Da sind wir irgendwie komplett drüber weggekommen, dass wir da nochmal irgendwie eine Challenge machen wollen, würden, könnten, sollten, müssen, wie auch immer.
Wahrscheinlich machen wir auch da nochmal eine Challenge, lassen das auch nochmal alles ausbalancieren oder bleiben bei den Waffen, die wir da jetzt sowieso schon nutzen und dann bei der Challenge, die wir da nutzen. Ja, und dann gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Dann haben wir das auf jeden Fall wieder absolut vollzählig, dass wir da wirklich jedes DLC mit bei haben. Ah, der ging leider gerade ein bisschen daneben. Der ging maximal hinten in der Hüfte, da habe ich gerade einfach nicht aufgepasst. Ich glaube auch nicht, dass der fällt. Warum auch? Ne? Ja gut, andere sind auch schon gefallen, nur durch einen Hüftschuss. Paradebeispiel hatten wir ja in der letzten Folge mit dem Wildschwein. Dann müssen wir mal gucken. Also, da hinten haben wir jetzt keinen stehen, wahrscheinlich auch gerade geflüchtet, wenn da einer gestanden hätte. Wahrscheinlich dementsprechend auch gerade geflüchtet durch die Anschlüsse, die wir hier gerade hatten. Naja, und hier sage ich ja, es hätte mich auch gewundert, wenn wir da jetzt irgendwie nochmal einen besonderen Schaden gehabt hätten. Wahrscheinlich habe ich den auch gerade gar nicht erwischt und ein bisschen verzogen. Ja, ist okay. Ist so vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, wir switchen hier nochmal rüber. Das haben wir 9:28 Uhr. Ja, können wir hier vielleicht nochmal ein, zwei Abschüsse machen. Und dann gehen wir rüber zu unserem gewohnten See, wo wir dann eigentlich immer einen Großteil mit verbringen. Ich denke mal, da können wir jetzt nochmal ordentlich gleich was abschießen. Da werden wahrscheinlich gleich nochmal ordentlich welche stehen. Schade, hier gerade nicht, aber dann haben wir sie da vorne stehen, ne? Ja, und es werden immer mehr. Also hier haben wir einen kleinen Dreier. Ich glaube, hier bleibt es auch dabei. Ja, hier ist nochmal ein Fünfer zwischen. Ich glaube, hier bleibt es auch dabei, dass hier wirklich einen kleinen stehen. Hier brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal aktiv mit beigehen. Das macht hier einfach keinen Sinn. Wir können den Fünfer hier rausnehmen. Das würde ich sagen, das machen wir auch mal gerade. Und dann sind wir hier an dem See auch so gut wie durch. Okay. Ja, da habe ich das Weibchen erwischt. Das stand gerade dumm mit dem Kopf davor. Und das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ob das natürlich jetzt auch irgendwo fällt, ist dann nochmal eine ganz andere Kiste. Wer weiß, wo ich es erwischt habe. Ja, schade. Und damit ist das Ding dann auch raus. Hier werde ich wahrscheinlich das Setting auch noch mal ein bisschen umsetzen, in der Hoffnung, dass wir hier noch mal eine höhere Spawnrate haben, beziehungsweise noch mal eine dementsprechend erhöhte Spawnrate von den Rothirschen. Denn das ist ja auch noch mal dementsprechend hier nochmal runtergegangen. Ich weiß aber nicht, ob es ja da ist, am Dreibein liegt oder ob es am Zelt liegt. Ja, man sagt ja so Zelt und dann 200 Meter, ne? Wo dann die nächsten Geschichten ablaufen. Ja, ich weiß es nicht. Haben mich da echt gerade ein Schwein angegrunzt? Ja, von da oben.
Da hat mich ein Schwein angegrunzt. Okay, den haben wir nicht als Abschuss safe. Ist auch okay. Ich würde sagen, hier gucken wir es jetzt trotzdem nochmal fix hin. So, und gib mir mal einen kleinen Moment. So, ich musste mal gerade checken, wie lange die Folge schon läuft. Ich habe nämlich gerade vorhin gar nicht auf die Uhr geguckt. Nicht, dass wir sonst hier gleich irgendwie bei einer 2-Stunden-Folge sind und ich immer noch lustig, munter dabei bin, weil mir die Zeit flöten gegangen ist. So, Viertelstunde haben wir. Und dann bin ich gespannt, ob sie hier vorne jetzt wieder rumstehen oder ob der Strand nach wie vor wieder leer ist. Und ja, da haben wir so wieder stehen. Einen Fünfer, einen Sechser und noch einen Sechser und einen derer. Nehmen wir uns jetzt nochmal raus hier. Ich würde sagen, er steht gerade so gut. Oh. Komm, schön ins Blatt. Oh, jetzt der Puls, ne? Oh, Alter. Dann gehen wir halt auf Herzschuss. Da ist dann auch drauf geschissen. Dann gehen wir auch nochmal sicher. Bevor der Puls sonst nochmal hochgeht und die dann abspringen oder sowas. Ja, und auf den Entfernungen hier bei unter 300 Meter, unter 200 Meter, unter 220 ist es sowieso immer safe, ein Herzschuss, wenn man denn es drauf anlegt. Ist ja dann doch immer wirklich ziemlich safe drin. So, nehmen wir den mit und dann gehen wir nochmal zur üblichen Location und ja, den haben wir safe mit drin gehabt. Und dann würde ich sagen, wandern wir direkt rüber. Dieser Phantombaum bzw. diese Phantombäume sind immer noch faszinierend, ne? Dass man, dass sie die einfach nicht rausnehmen oder rausgekriegt haben oder sowas, ist schon irgendwo genial. Oder auch nicht. Je nachdem. Also ich glaube hier setzen wir auch nochmal auf 300 hoch. Drauf geschissen, der steht eigentlich auch ganz gut da. Da sollten wir eigentlich auch Probleme ist, dann müssen wir da reinkommen. So, Doppellunge, der sitzt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch auf den Ausguck. Und gucken mal, was wir hier natürlich wieder beim verregneten Wetter noch stehen haben. Da haben wir noch einen 7er mit bei. Den nehmen wir auf jeden Fall nochmal ganz schnell mit raus hier. Weil, was sagen wir damit? Freundchen, bleib stehen. Bleib stehen, ich brauch dich. Bleib stehen.
Ja, der fällt aber langsam, ne? Den scheine ich gerade wirklich schlecht erwischt zu haben. Nachladen gleich nicht vergessen. Den scheine ich gerade wirklich schlecht erwischt zu haben. So, da war nochmal ein Sechser stehen. Nehmen wir den gleich nochmal mit hier. Der liegt. Was haben wir denn hier? Wir haben 10:06 Uhr. Ja, davon müssen wir uns noch nicht aufhalten lassen von der Uhrzeit. Die stehen hier auch mal gerne bis 20 vor und spawnen bis dahin hier auch noch. Beziehungsweise laufen bis dahin hier ja auch noch hin. Die spawnen ja nicht direkt hier. Dennoch liegen wir, glaube ich, so gut jetzt gerade. Auch wir mit dabei, dass wir schon mal die Schnellreise starten können. Und auch mit dem Einsammeln beginnen können der Abschüsse. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob wir hier wirklich den hatten, der gerade eben weggelaufen ist. Ich glaube, der ist hier erst mit rein, ne? Der ist, glaube ich, ziemlich früh hier mit reingelaufen. Da haben wir mit bei. So, dann folgen wir mal einfach der markierten Spur. Brumpfschrei, ein Sechser. Ich glaube, wir hatten hier den Siebener. Der ist es dann nicht. Ich glaube, hier geht der ja wieder zum See hin. Dann folgen wir mal der Spur hier. Dann ist das nämlich der Anschuss. Bleibt noch bei 75. Ich befürchte, dass wir den mit 25 nochmal irgendwo am See später stehen haben. Vielleicht fährt er nochmal auf 50 jetzt gleich, wo wir es mitkriegen. Und dann, ja, steht er mit 50, 25. Steht er wahrscheinlich da am See wieder rum. Da haben wir die 50. Ich denke mal ab 50. Oh nein, guck mal einer an. Dann war er schon wieder auf dem Rückweg in Richtung See. Und da ist er dann gefallen. Ja, sehr gut. Sehr schön. Schöne Geweihstangen. Oh, eine schöne Verästelung, ne? Sehr schön. Dafür, dass er nur Silber war und so, jetzt muss ich mal gerade gucken. Das dürfte wahrscheinlich der hier sein, ne? Brauchen wir gar nicht Schnellreise machen. Laufen wir direkt rüber. Ist ja hier gleich 100 Meter weiter weg. Wahrscheinlich liegt er auch mit viel Glück auch direkt am Marker. Müssen wir mal gucken. Und in der nächsten Folge starten wir wieder ganz jungfräulich. Wieder an den kleineren Locations, arbeiten es dann wieder vor. Da sind wir dann natürlich gleich um. Da liegt er. Da sind wir natürlich dann natürlich gleich um. Ja, ich sag mal 6:30 Uhr morgens dann hier wieder unterwegs in der nächsten Folge. Da starten wir einen komplett neuen Tag. Auch der hier wieder ein schönes Geweih mit bei. Nichts Besonderes, aber ein schönes Geweih. So, da vorne lag nichts mehr. Es sei denn, wir haben hier jetzt nochmal irgendwo einen Anschuss mit bei gehabt. Ich glaube nicht, ne?
Einen Abschuss glaube ich eh nicht. Dann hätten wir nämlich gerade da, wo vorhin der Marker war, einen dabei gehabt. Also war es maximal einen Anschuss. Nee, da war auch nichts mehr. Das heißt, wir holen uns den hier vorne nochmal weg. Ich werde mal gerade dazwischen setzen. Ich weiß nämlich nicht genau, wo er da liegt. Aber irgendwo da vorne, ich denke mal, es wird eher der Marker sein, der hier weiter in die Richtung geht. Der erste war wahrscheinlich das Sichten. Und der zweite, also hier in diese Richtung hier, ist dann der bestätigte Abschuss. Guck mal an, da haben wir sogar noch einen gehabt, den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber okay. Er will aber auch nicht nachlassen, ne? Ich dachte, er wäre jetzt schon weg. Ja, dann wird er spätestens jetzt auf der Flucht sein. Ist aber auch vollkommen okay. Vollkommen okay. Genau, richtig. Dann war nämlich das erste Ding die Sichtung und hier ist dann der Abschuss, wie er liegt. So, was haben wir hier mit bei einem 7er in Gold? Und wie gesagt, schönes Geweih, ne? Da könnten sich die ganzen Mythischen wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Und sieh mal einer an. Den hatten wir nicht mal auf 100. Weil angeschossen haben wir doch wirklich nur einmal, ne? Den hatten wir wahrscheinlich vorher irgendwann schon mal erwischt. In einer der vorherigen Folgen. Habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, er stand hier mit 100%. Wahrscheinlich stand er nie mit 75. Ach, guckt sich das einer an. Da suhlen sie sich rum, das faule Schweinepack. Das Blöde ist, aus der Position kommen wir so natürlich auch nicht dran. Wenn wir gleich zu nah dran sind und immer noch am Laufen sind, geht natürlich auch das dann in die Hose, weil die hinter dem Kamm liegen. Wobei das ja wirklich schon fast mitten im Gebüsch ist, ne? Wie sie hier liegen. So habe ich natürlich schon mal eine bessere Sicht auf die Dinge. Ja, komm, da geben wir mal einen drauf, ne? Egal, aus welcher Position das hier ist, aber den haben wir da auf jeden Fall safe in der Tasche. Ja, und die anderen sind auch schon gerade abgesprungen. Natürlich. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wo wir denn wirklich gerade lagen. War es wirklich genau vorm Zelt, mehr oder weniger? Kann das sein? Ja, ne? Ja, das war ungefähr hier so. Genau, es war also wirklich beim Zelt. Oh nein, es war, glaube ich, sogar hier, ne? Es war wirklich genau am Zelt. Hier haben wir den Anschluss gehabt. Ja, Tatsache. Okay. Wären also wirklich alle weg gewesen. Hätten wir die Schnellreise gemacht. So, was haben wir hier?
schwarz nicht echt selten beim Razorback. Schwarz ist eine der seltenen Farben, ne? Oder? Oder war es nur rosa und Albino? So, wartet mal gerade, ich muss mal gerade googeln. Nee, brauche ich ja gar nicht. Doch, muss ich doch. So, weil das wäre es echt ärgerlich, wenn ich den durch Dummheit verschossen hätte. Ich glaube, es war wirklich nur Pink, also rosa und Albino, ne? Ja, keine Ahnung. Mein Handy meint gerade, weißt du was? Leck mich, viel zu früh, kannst mich mal. Und damit würde ich sagen, ich gucke gleich nochmal richtig nach. Und ja. Der ist auf jeden Fall noch mit drin. Hab mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr mich auf dem nächsten Jagdausflug wieder mit begleitet. Das wird dann auch wieder hier sein auf Theavaror beim Rothirschgrind. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, einen Abo, wenn noch nicht geschehen. Ich würde mich über den Support wahnsinnig freuen. Und damit würde ich sagen, begleitet mich gerne beim nächsten Mal. Seid gerne wieder mit dabei. Bis dahin und ciao.